Was aus meiner Sicht die Aktienmärkte hier veranstalten, ist ein Accident waiting to happen. Ein Unfall, der darauf wartet zu passieren. Ein Unfall in Zeitlupe. Warum? Weil man sich immer weiter von der Realität abkoppelt. Von welcher Realität? Nun von der Realität noch weiter steigender Zinsen. Von der Realität, dass wir keinen Fed-Pivot, keine Wende der Fed sehen werden. Das war ja immer der Grund. Die Fed-Pivot-Rallies des Jahres 2022 waren ja auch sehr impulsive Bärenmarkt-Rallies. Aber jetzt ist eigentlich diese Wende der Fed vom Tisch, spätestens nach den Aussagen der Fed-Mitglieder, nach den gestrigen Inflationsdaten. Und wie die Lage ist, das wollen wir uns hier mal anschauen. Zunächst mal sehen wir, dass die asiatischen Märkte die US-Futures nach unten gedrückt haben. Wir sehen den Dollar weiter steigen, weil eben Fed-Mitglieder sich hawkisch geäußert haben angesichts der Inflationsdaten, die sowohl in der Kernrate als auch in der Headline-Zahl zum Vorjahresmonat höher waren als erwartet. Zum Vormonat war es jeweils inline, aber schauen wir uns mal diese Aussagen von Williams an, dem New Yorker Fed-Chef. Hier Bloomberg titelt etwa: Fed officials float even higher rates after brisk inflation data, also noch höhere Zinsen. Und Williams sagt, die Fed hat noch einen langen Weg zu gehen, um die Inflation zu kontrollieren. Es wird einige Jahre dauern, um die Inflation auf 2% zu bringen. Die Lohnanhebungen are elevated und der Jobmarkt ist extrem eng, extrem heiß. Das ist ziemlich hawkische Rhetorik. Die Märkte daraufhin gestern kurz mal nach unten gezuckt. Dann kam allerdings Hawker, der San Francisco Fed-Chef, der einen Satz gesagt hat, der dann wieder Hoffnung gegeben hat: In my view, we are not done yet, wir sind noch nicht fertig, but we are likely close. Als dieses Wort kam, we are likely close, also wir sind nahe daran, fertig zu werden mit den Zinsanhebungen, dann schossen die Märkte wieder nach oben. Er hat aber auch gesagt, wir werden über die Marke von 5% gehen. Wie viel über die Marke von 5% müssen wir sehen, das werden die Daten zeigen. Die Märkte, mindestens die Aktienmärkte, wollten wieder nur das hören, was sie hören wollten, nämlich wir sind bald fertig mit den Zinsanhebungen. Jeder hat so seine Sicht auf die Dinge. Das Glas ist ein Viertel voll oder dreiviertel leer. Nein, und dann nehmen wir es doch ein Viertel voll, könnte man sagen. Und jetzt verlieren die dovischen Anhänger einer laxen Geldpolitik eine wichtige Mitstreiterin. Es ist das gekommen, was gestern sich angekündigt hat. Brainard hat praktisch ihren Rücktritt als Vize-Fed-Chefin erklärt, weil sie als Top Wirtschaftsberaterin von Joe Biden dann fungieren wird. Ähnlich war das, also dieser Wechsel zwischen Wirtschaftsberater beim Weißen Haus und Fed haben wir schon bei Yellen und haben wir bei Bernanke gesehen. Jedenfalls sagt hier Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, dass Brainard eben praktisch das Zentrum der dovischen Mitglieder war. Sie war die Anführerin als Vizechefin der dovischen Fraktion innerhalb der Fed. Jetzt ist unklar, wer ihr nachfolgt, ob er auch so dovisch sein wird. Aber schauen wir uns doch mal die Gesamtlage an. Wir haben jetzt Zinsen von 4,75% in den USA. Der S&P 500 ist 15% von seinem Tief gestiegen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,4%, niedrigster Stand seit 1969, und die Inflation ist nach wie vor relativ hoch. Dementsprechend, so ein Analysehaus: Forget higher for longer, we still need to get higher. Wir müssen noch höher gehen in den Zinsen. Warum, werde ich gleich dann auch nochmal mit weiteren Daten belegen. Core Services, also praktisch die Kernrate im Dienstleistungsbereich, ist weiter steil im Steigen, 7,2%. Also wir sehen, das, was der Fed wichtig ist, nämlich vor allem der Dienstleistungssektor, der ist weiter heiß. Der Gütersektor, der vorher disinflationäre Tendenzen gezeigt hat, zeigt jetzt keine disinflationären Tendenzen mehr, ist auch nach wie vor nicht wirklich inflationär, aber mehr oder weniger neutral dieser Bereich. Und wir haben gestern gesehen, dass die Renditen gestiegen sind, hier die zweijährige Rendite deutlich nach oben auf 4,61%, die 10-jährige auf 3,78%. Die Anleihemärkte, so hatte ich gestern getitelt, senden eine klare Botschaft: Anleihemärkte gegen Aktienmärkte, oder die Aktienmärkte wetten gegen die Anleihemärkte und die Fed. That is the case. Und schauen wir uns hier mal die Terminal Rate Expectation an. Jetzt bei 5,28 und ein paar zerquetschten Prozent, also fast bei 5,3%. Die Terminal Rate Expectation, also da, wo der Zinsgipfel erwartet wird, steigt immer weiter, verträgt sich das mit
mit steigenden Aktienmärkten? I think not. That is not really the case. Und hier sehen wir mal eine Grafik von Maverick of Wall Street. Das sind die Bullen hier oben. Die haben 2022 immer Pivot gespielt. Die Fed wird die Wende machen, die Fed wird die Wende machen. Ist sie gekommen? No, sie ist nicht gekommen. Jetzt hat man das Narrativ Soft Landing. Das ist sozusagen jetzt noch das Argument der Bullen. Ja, siehst du, wir werden ein Soft Landing bekommen. Nur wenn wir dieses Soft Landing bekommen, dann bleibt die Nachfrage hoch, dann bleibt die Inflation hoch, dann kann die Fed die Zinsen auf gar keinen Fall senken, sondern muss sie vielleicht sogar noch anheben. Also auch dieses Argument leuchtet im Endeffekt nicht so wirklich ein. Das könnte gestern jetzt durchaus ein Game Changer geworden sein mit diesen Inflationsdaten. Und oft ist es so, dass die Märkte nicht am selben Tag reagieren, sondern die eigentliche Reaktion dann erst später kommt. Wir haben gestern ja einen extrem volatilen Handel gesehen, dazu gleich mehr. Jedenfalls haben wir jetzt die stärksten Arbeitsmarktdaten in Sachen Arbeitslosenquote seit 40 Jahren. Wir haben jetzt die Situation, dass die Erwartungen von weiteren Zinsanhebungen nochmal ein halbes Prozent obendrauf gekommen ist. Und das in relativ kurzer Zeit. Wir haben gesehen, dass der November und der Dezember in Sachen Inflation nach oben revidiert wurde. Wir haben nach wie vor eine Inflation von über 6%. Die Fed sagt, wir werden auf keinen Fall die 2% in 2023 erreichen, aber die Märkte sagen immer noch, irgendwie wird dieser Pivot der Fed kommen. Bisschen was seltsam. Woran kann das liegen? Erstens, wir sehen einen Short Squeeze, auch gestern wieder, wie Goldman Sachs hier zeigt. Und Zero Hedge bringt das, glaube ich, ziemlich genial auf den Punkt. Die Fed fragt sich, naja, liebe Märkte, warum antizipiert ihr denn nicht die Rezession? Und die Märkte sagen, liebe Fed, wir antizipieren, dass du, wenn die Rezession da ist, die Zinsen senken musst. Das ist vielleicht so ein bisschen das Game of Chicken, was hier passiert. Praktisch diese Auseinandersetzung zwischen den Märkten und der Fed. Dann schauen wir uns mal diese Volatilität an beim S&P 500. Gestern 30 Punkte runter nach den Inflationsdaten, dann 50 Punkte rauf im S&P, und das ist eine Menge Holz. Dann 55 Punkte runter, dann wieder 25 rauf, dann 30 runter, dann wieder 25 rauf, aber der VIX, die Vola, die praktisch in den S&P 500 Aktien bepreiste Volatilität für die nächsten 23 bis 25 Tage, meine Damen und Herren, die ist dennoch deutlich nach unten gekommen. Something is not the fitting really here, also da passt was nicht, wie der Süddeutsche sagt. Oben sehen wir das jetzt in Relation zu den Renditen, die es bei Staatsanleihen gibt, etwa bei der zweijährigen US-Staatsanleihe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Da gibt es über 4,6% der Rendite. Wenn wir uns mal die Dividend Yield anschauen beim S&P 500, dann ist die deutlich tiefer. Mit anderen Worten, der Aktienmarkt ist im Vergleich zu Anleihen so teuer wie seit dem Jahr 2001 nicht mehr. Könnte man ja drüber mal nachdenken. Und wir sehen wirklich jetzt eine massive Bewegung an den Anleihenmärkten bei den Fed Fund Futures. Von einer Erwartung, dass der Zinsgipfel unter 5% liegt, auf jetzt praktisch 5,3% der Zinsgipfel. Was ist das? Nein, ich will jetzt nichts kaufen. So ähnlich, man. Jetzt muss ich das erst einmal. Es poppt sich regelmäßig auf, wenn ich bestimmte Sachen nicht deinstalliere. Das ist hier ein alter Rechner, der nur für diese Aufnahmen noch genutzt wird, meine Damen und Herren. Also seien Sie mir nicht böse. Jetzt muss ich hier mal händisch die ganze Geschichte wieder verschieben. Wo waren wir? Hier waren wir gewesen. So, und jetzt kommen wir zu den Anleihenmärkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diesen steilen Aufwärtstrend, nach wie vor intakten Aufwärtstrend der Rendite etwa bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Mit einer Wedge, die jetzt offenkundig nach oben ausbricht. Wir sehen, die Stochastik hat schon nach oben gedreht. Also durchaus steigende Renditen zu erwarten. Normalerweise negativ korreliert mit den Aktienmärkten. Wir sehen, dass der VIX gestern deutlich runtergekommen ist. Kommt jetzt auf diesen bereits nach oben durchbrochenen Trendkanal wieder zurück. Und das ist meistens dann eine sehr gute Gelegenheit hier eines Kaufes. Denn manches deutet darauf hin, dass der VIX jetzt in nächster Zeit deutlich steigen wird. Wir sehen in Sachen Soft Landing die Zinskurve zwischen der 2- und der 10-Jährigen so invertiert wie seit Anfang der 80er Jahre, nicht mehr minus 86 Basispunkte. Also es gibt deutlich mehr Rendite für eine 2-jährige Anleihe als für eine 10-jährige Anleihe. Bedeutet, der Anleihemarkt sagt, ja, die Zinsen werden eine Zeit lang oben bleiben, aber die Wirtschaft wird im längeren Zeitfenster runterkommen. Daher diese
Inversion der Zinskurve und dass die Fed wahrscheinlich keine andere Möglichkeit hat, als weiter die Zinsen anzuheben. Das zeigen so ein paar Alltagsbeobachtungen in den USA. Etwa, dass man gestern am Valentinstag haben die Amerikaner 200 Dollar pro Person ausgegeben, pro Erwachsenen. Das entspricht einem Volumen von 26 Milliarden Dollar. Dabei sagen 40% der Befragten, dass sie das auf Pump gemacht haben, also praktisch ihre Kreditkartenschulden weiter ausgedehnt haben. Das zeigt, die leben auf Pump. Das wird on selling run, wie ein bekannter Sachse gesagt hat, nicht funktionieren können. Also das ist die eine Geschichte. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Unten sehen wir, die Hausnachfrage steigt wieder deutlich. Hier unten ein Bericht auf CNBC, wo Makler berichten, dass sie wieder viel mehr Traffic haben, viel mehr Anfragen haben. Das Telefon steht nicht mehr still, sagen die. Warum? Weil eben diese Hypothekenkreditraten jetzt wieder etwas runtergekommen sind. Wir sehen also an breiter Front wieder den Anstieg der Nachfrage. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass eben die Lockerung der Financial Conditions hier in der oberen Grafik sehr eng zusammenhängt mit der Inflation. Das heißt, je höher die Nachfrage, umso höher die Inflation. Heute sehr wichtig. Es kommt Ihnen vielleicht schon aus den Ohren raus, aber 14:30 die Einzelhandelsumsätze. Die Bank of America erwartet hier Wunderliches auf der Oberseite aufgrund ihrer Kreditkarteninformationen. Und kommen wir nochmal zum Markt. Da haben wir gestern mal wieder eine wundersame Geschichte bei Tesla gesehen, einen Gamma-Squeeze. Wir haben gestern wieder mit Abstand die meisten Optionen bei Tesla. Da gab es, wie gesagt, einen Gamma-Squeeze, das heißt Market Maker müssen dann mitgehen, wenn die Aktie steigt, weil alle mit Calls unterwegs sind, aber jeder Gamma-Squeeze endet und wird sich in sein Gegenteil umkehren. Das wird auch hier passieren, ähnlich bei Nvidia. Das waren im Grunde die zwei Schwergewichte aus dem Nasdaq, die das Ganze irgendwie nach oben gezogen haben. Wir haben gestern deutlich mehr Aktien im Nasdaq gesehen, die gefallen sind als gestiegen sind. Dennoch war der Index im Plus. Das zeigt, dass es hier eben weniger Aktien waren, die das Ganze nach oben gedreht haben. Und Buffett schockt die Börse mit Milliarden Kehrtwende bei Chip-Konzernen. So eine Schlagzeile heute bei Bloomberg, gemeint ist TSMC, also Taiwan Semiconductor. Da ist Buffett nach kurzer Zeit plötzlich wieder ausgestiegen, ist überhaupt gar nicht sein Stil normalerweise. Das könnte heute Druck auf Chip-Aktien ausüben, wir werden sehen. Und mein zweit- oder drittbester Freund Elono, der will jetzt bis Ende 2023 einen neuen Twitter-Chef finden. Vorher will er das Twitter-Unternehmen noch finanziell stabilisieren, wie er gesagt hat. Und was mir auch persönlich aufgefallen ist, wer auf Twitter unterwegs ist, hat jetzt eine erhöhte Chance, Tweets von Elon Musk reindisplayed zu bekommen, weil der Algorithmus geändert wird. Da werden jetzt seine Tweets bevorzugt. Das ist eine optimale Ausgewogenheit von Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. Das kann man nur begrüßen gehen, dass jetzt der Twitter-Chef besonders oft zu sehen ist. Aber er zählt jetzt zu einem meiner allerbesten Freunden, gell? Deswegen freue ich mich. Wo die Reise hingehen könnte, zeigt Gold. Wir haben Dollarstärke. Hier sehen wir Gold in diesem Chart von Capital.com, ist jetzt unter 1840 Dollar. Es geht nach unten, der Dollar reagiert, die Anleihen reagieren, die Aktienmärkte sagen sich, das wird schon wieder, und das sagen sich offenkundig auch unsere Politiker. Jetzt ist wohl es so, dass es wirklich zu diesem Verbot von Verbrennerverkäufen für Autos kommt ab 2035. Wow, da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen mit den Elektroautos, ob wir genug Strom haben, ob wir genug Elektroautos haben oder ob dann es gilt, naja, nur jeder Dritte darf noch ein Auto haben. Handelsblatt berichtet, dass hier ein Fahrplan im Wirtschaftsministerium jetzt entworfen wurde, der immer mehr Einfluss des Staates vorsieht. Also wir werden immer bürokratischer. Hurra, das ist eine tolle Entwicklung, da freuen wir uns. Und wahrscheinlich wird es so sein, wir erlassen das Verbrennerverbot. Die Autoindustrie verlässt Europa und irgendwann merkt man, hups, das wird nicht funktionieren. Dann hebt man das Verbot auf für Verbrenner und 2035 importieren wir dann Verbrennerautos, weil wir selber nicht mehr in der Lage sind, sie herzustellen. Also eine solch geniale Politik, die wirklich den Standort Deutschland stärkt, habe ich noch nie gesehen. Da kann man nur alle Daumen nach oben richten, meine Damen und Herren. Ich habe Respekt. Das könnte Sie interessieren. Fed-Mitglieder sehen die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen. Taufrisch dieser Artikel, da klebt noch die schwarze Tinte dran. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Die Chinesen, die haben zwar viel Sparvolumen, aber die konsumieren nicht viel mehr, sondern die wollen ihre Kredite zurückzahlen. Warum? Weil
die Regierung praktisch angeordnet hat, dass Kredite jetzt günstiger werden. Also nimmt man neue Kredite auf, um alte Kredite vor allem abzustottern, weil die neuen Kredite günstiger oder weniger teuer verzinst sind als die alten. Hochinteressant, bedeutet aber auch, dass der Konsum in China nicht so wirklich in die Gänge kommen wird. Also diese zwei Empfehlungen, 14:30 die Einzelhandelsumsätze. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.